Der Name vom Jakobskraut bezieht sich auf seine Blütezeit. Im Juli, da ist nämlich der Jakobstag, ein christlicher Gedenktag. Und auch das Jakobskraut, das blüht in dieser Zeit, fängt allerdings schon ein bisschen früher an, nämlich im Juni. Und wie man hier sieht, die Blütezeit, die reicht mitunter richtig lange ins Jahr hinein. Auch jetzt blüht das Jakobskraut hier noch im September. Das Jakobskraut ist auch als Jakobsgreiskraut oder als Jakobskreuzkraut bekannt. Und vor allem ist das ziemlich berüchtigt, weil es relativ giftig ist, sowohl für Menschen als auch für andere Tiere. Das enthält nämlich Alkaloide. Es gibt aber ein paar Tiere, die essen das Jakobskraut trotzdem ziemlich gerne. Das eine ist das Kaninchen. Das Kaninchen, das frisst sehr gerne die Wurzeln von dieser Pflanze und ist scheinbar immun gegen die Gifte. Das andere Tier ist der Jakobskrautbär. Der Jakobskrautbär ist ein Falter und der legt seine Eier an der Pflanze ab und dann schlüpfen die Raupen daraus und ernähren sich von der Pflanze. Die Raupen, die sehen auch ganz kurios aus. Die sind nämlich so schwarz-gelb geringelt und deswegen auf der Pflanze ziemlich gut getarnt. Und die Raupen, die profitieren sogar von den enthaltenen Giften. Die nehmen nämlich diese Gifte in ihren Körper auf und werden somit selbst giftig, zum Beispiel für Vögel. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Jakobskraut schon mal in der Natur oder sogar im eigenen Garten entdeckt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.